gerückt auf der Bahn 3. Die ganz in Rot, die Helge Festina Rupertiwinkel mit der Jasmina Maxl Moser, die übergibt jetzt auf die Lina Grocker. Ganz außen dann die SG Schönau. Jetzt als dritte dann die Viktoria Valentin. Ja, ihr dürft die Läuferinnen ruhig anfeuern. Es geht bereits auf den letzten Wechsel. Der VfL Waldkraiburg jetzt in Führung. Die ganz kleine. Es ist die Lisa Rochlitz. Aber jetzt kommt für die LG Festina Rupertiwinkel die Sigrun Häuser und führt die Staffel. Hier hat gewonnen der SV Isting mit Anna Gelber, Magdalena Sandmeier, Magdalena Braun. Auf der Bahn 4 Lena Gropper, LG Festina Rupertiwinkel. Die gewinnt mit 12,24. Ja, blau-schwarz ist die Sigrun Häusl, die liegt in Führung. Vor der Elena Nolluber, 10,82 für die Sigrun. Auf der Bahn 4, das ist die Ina Grömer. Daneben die Theresa Schöbinger. Da, der Sieg. Auf der Bahn 4, das ist die Annika Rutetzky. Ganz knapp Einlauf. Die gewinnt wahrscheinlich in 13 Sekunden. Ja, ganz in Rot, das ist die Jasmina Maxl Moser auf der Bahn 5 mit der 3,56. Sie kommt vom tiefer Laufen, startet für die LG Festina. Ja, auf der Bahn 7, das ist die Elisabeth Meyer. Aber auf der Bahn 5 doch voraus mit der 297, Johanna Kunz von SG Schönau. Oh, jetzt hat sie aber verpennt. Oha. Die Bahn 5, Luisa Spitzle, LG Team Isartal. Die kleinste ist die schnellste. 10,28 Sekunden für die Lisa.